Ja, da sind wir wieder auf dem Hof Bergmann. Oh. Mein Gott, es geht da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, wollte ich sagen. Ei. Ja, dann hoffe ich mal, dass gestern einige von euch bei dem Livestream dabei waren, bei dem Spendenstream und die Jungs auf Twitch gefunden hat. Würde mich also sehr freuen. Gut, so, hier fahre ich eben einmal selber rundherum und dann darf dies hier weiter der Helfer machen. Ich werde in der Zwischenzeit bei eben mal die Schaufel gucken wegen Stroh. Haben die mir gesagt, wollten die was haben, und dann muss ich, glaube ich, auch mal nach den Milchbeständen gucken. Im Stall und auf der Kuhweide Rad zumindest, dass wir da auch wieder ein bisschen Platz schaffen. Da muss ich Mayonnaise abfüllen, und nach dem Käse muss ich auch gucken, quasi meine Milchprodukte. Es muss ja laufen, gell? Wie ihr seht, ich habe noch 220.000 da oben auf dem Konto stehen. Das ist etwas wenig. Man weiß ja nie, was zwischendurch noch kommt, was man braucht. Ne? Ihr kennt das. Also, müssen wir etwas Geld scheffeln. Das nützt nichts. Und ich habe einen Durst heute. Ich habe die letzten Tage, wirklich, ich habe das Gefühl, ich hätte 5 Tage durchgesoffen. Ich habe so einen Schädel, das kann sich keiner vorstellen. Aber diese Scheißluft drin, es ist nicht so warm. Ja? Also die letzten Tage hatten wir so 23, 24 Grad. Gut, heute ist wärmer, heute ist 28. Aber das haben sie auch gesagt. Heute Nachmittag Neigung zu Gewittern und eventuell Starkregen. Mal gucken. Muss ich nicht haben. Aber schauen wir mal. So, das kommt jetzt. Achso, man muss jetzt so. Er geht nicht hoch. Er geht nicht hoch. Er kriegt den nicht hoch. Er kriegt den nicht hoch. Dann machen wir das so hoch. Man kann nur hoffen, dass die armen Leute da in der Eifel und in der Überschwemmungsregion gebieten, dass dies diesmal nicht so hart erwischt. Der Regen soll ja nicht ganz so doll werden. Ja gut, diese Folge kommt Sonntag. Dass es da nicht ganz so doll geworden ist, weil die Regenschauer sollen diesmal schneller drüber wegziehen und quasi nicht über dem Gebiet festhängen. Drücken wir mal die Daumen, oder haben wir gedrückt, wie auch immer. Ja. Naja, ich wohne ja auch nicht weit weg von dem Fluss. Ich habe ja hier die Ems, eine andere mit dem Fluss kennen. Den Ems hier vor der Tür, so, sagen wir mal 200 Meter. Es hat noch nie bis hier gestanden. Aber das will nichts heißen, ne? Macht man sich schon Gedanken. Die Ems ist bei uns auch noch nicht breit. Also hier fahren, einzige, wo du hier drauf fahren kann, womit man hier drauf fahren kann, sind Paddelboote bzw. Kanus. Also mehr geht hier nicht, aber wenn die hier das normale Hochwasser hat, was wir so kennen, dann ist sie auch schon ganz schön breit. Sie hat ja einigermaßen, sage ich mal, Auslauf, sag ich mal so blöd. Oder ne? So dahin. Aber irgendwann ist ja der Ausschluss. Also kann man nur das Beste hoffen. Ich sage ja, Regen, völlig in Ordnung, aber solche Regenereignisse wie also letztes Wochenende,
Nee, das muss wirklich nicht sein. Aber das Thema lassen wir jetzt mal. Wir wollen ja auch mal so ein bisschen entspannen, sag ich mal, von dem ganzen Mist. Probleme haben wir ja genug. So, dann habe ich gesehen am... Was war das denn? Donnerstag? Nee, Freitag. Freitag haben sie gesagt. Oder was Donnerstag? Weiß ich gar nicht mehr. Auf der Farmcom. Oder bei der Farmcom. Der LS22. Die Season. Das kannst du abschalten, ja. Aber trotzdem wirst du das Wetter haben. Also sprich, ja, Regen, Sturm, Schnee. Allerdings kannst du, wenn du das abgeschaltet hast, quasi im Schnee auch ernten. Sieht scheiße aus, total, ne? Aber das ginge. Das finde ich allerdings nicht schön. Also ich wäre der Meinung, wenn ich das abschalte, dann sollte das Spiel genauso durchlaufen, wie es jetzt hier 19er ist, dass du davon nichts mitkriegst. Das ist meine Meinung. Und ich denke mal, das müsste auch irgendwie zu machen sein. Denke ich. Geht ja jetzt auch. Also das wäre, was ich mir wünschen würde, weil sonst ist das irgendwie, ja, weiß ich nicht. Stell dir mal vor, es liegt Schnee und du fährst dann hier lang und bist am Gerste dreschen oder was. Blödsinnig, ne? Das heißt, ich kann dann auch beim Schnee drillen oder sonst was machen. Du hast dann nur diese Spuren im Schnee, also nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre schön, wenn man das bis zum Release nochmal ändern würde. Das ist meine Meinung. Wir müssen immer von meiner Meinung ausgehen, was ich davon halte. Aber ich glaube, da werden mir viele, viele zustimmen. Weil, ja, wenn man jetzt hier zum Beispiel mit der Scheibenecke drüber fährt oder mit dem Grubber, das sieht wieder anders aus, als wenn ich da mit dem Flug drüber fahre. Also da haben sie schon was gemacht. Ich dachte, um mehr Realismus reinzukriegen. Tolle Sache. Aber da muss ich das mit den Seasons dann auch anders machen. Wenn ich den abschalte, schalte ich ihn ab, dann habe ich auch das Wetter nicht. So sehe ich das. Würde ich persönlich so bevorzugen, sagen wir das mal so. Ansonsten muss ich sagen, gut, es sind ja immer noch die Bilder, die mit ihren Computern aufnehmen, haben ja eine ganz andere Auflösung. Aber was man da so bis jetzt so sieht und so, sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Auch teilweise sind ja auch die Sounds überarbeitet worden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kipper abkippe und wieder runterlasse. Ja, du hörst quasi, wenn der Hydraulikstempel runterklackt, bei jemandem so dieses Klack, wenn die Stempel so einander fahren. Quasi wie im Regal, ja, wie im Realen auch. So, mein Freund, das war dieses. Jetzt gucken wir mal eben. Nee, das war verkehrt. Da muss ich hin. So, das stimmt alles. Ab dafür, mein Freund. Auf geht's. Jo. Ab geht der Lucifer. Yippie. Ja, kein Auffall. Fein. Komm, wir jumpen mal darüber. Habe ich den gesagt, Mayo Matze, ne? Käserei. Wir gehen aber noch einen weiter hoch. Moin! Ach, Quiekquack. Sag ich doch! Ich sag es ja. Haben wir heute Samstag, genau. Also Aufnahmetag. Nee, Lüge ist Aufnahmetag.
Neben einem, das habe ich wieder fein hingekriegt, jawohl. Da kommt. So. Und zack. Ja, da muss ich nachher, ich glaube, ich habe dann 10 Eimer, ne? Die bringe ich dann nachher weg, wenn die nächste Ladung voll ist. Zack, mein Gott. Ist das alle aufregend? Also ehrlich. Ja, da müsste man auch irgendwas machen, dass man das besser steuern kann. Ne? Diese, wenn man was trägt und das absatzen möchte. Jawohl. So, auf. Auf. Sag ich doch. Auf. Gott, dass man aber auch so. Jetzt sind die weißen Hühner dran. Eier wird hier nicht angenommen. Ist klar, natürlich. Sicher dort. Du einen deiner Schüssel haben hier. So, wir gucken. Wir gucken. Warum sehe ich das denn jetzt wieder nicht? Jetzt sehe ich nicht, ob das passt hier. Nämlich Mischungsverhältnis. Doch, da sehe ich es doch. Pflanzenöl, Eier, alles Chlor. Ich würde dich gerne einschalten. Ehrlich, ehrlich. Mit Gott. Es ist alles so verschieden. Ne? Das wäre auch wünschenswert, wenn das in Zukunft mit allen Maschinen, sag ich mal, gleich wäre, dass alles auf die gleiche Art und Weise ein- und ausgeschaltet wird. Das ist hier teilweise doch verschieden. Oh, guck mal hier. Der Ziegenkäse. Oder warte mal, den kann ich doch sofort. Habe ich hier nicht noch eine Karre? Hallo, hallo, hallo. Ja. Moinsen. So hänge ich jetzt hier. Nee. Ist das ein schwieriges Leben, ehrlich. Nur. Unglaublich. Unglaublich. Oh, jetzt pass auf. Den lassen wir hier. Den laden wir hier sofort ab. Aus. Hallo. Hello again. Yes. Yes. Bringen wir sofort die Log her. Gell? Kommt direkt die Log hier. So. Ja, schmeiß weg. Klar. Wir haben ja genug davon. Immer mal weg den Mist. So. So, Dille. Ich krieg eine Krise.
auf der Wiese mit Luise, weil sie mich nicht ließ. Ja. So, wunderbar. So, guck. Katting. La 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 la. La. Ui. Ui, 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 ui. Grand de Malheur. Das ist, weil das hier so abschüssig ist, weißt du? Dann rutscht man da schon mal so ein bisschen so, ups, was dann? Das hat der Andi aber extra so gebaut, damit wir uns auch auf die Nase, damit wir uns auf die Nase fallen, genau. Ja, alles schön eingelagert. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt habe ich mich wieder festgelaufen. Ich sollte vielleicht ein Bier saufen. Guck da nicht so hin. Mann, macht mich ja ganz wutschelig. Ja. Gar nicht so einfach. Braucht ihr gar nicht so zu lachen. Das ist wirklich nicht einfach. Oh. Mein Gott, was ist denn jetzt los? Hot, hot, hot. Hey, hey, au, ah. Hau, 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 ich sag euch das. So ein Laib Käse von die Birne kriegst du, das macht aber ganz schön Beule, das will ich wohl sagen. Nix schön. Kein Brett vorm Kopf, ich habe einen Käseklumpen vor der Birne. Ha, ha. Oh, was anderes. So, bringen wir das auch weg. So, müssen wir halt mal losmachen. Ja. Ja, guck mal, da kann ich dann den normalen Käse ja schon wieder so mehr oder weniger, könnte ich dann, ne? Pass mal auf, die Karre stellen wir wieder hier hin. So. Was war das? Oh. Mein Pin ist runtergefallen. Aua! Man glaubt's ja nicht. Meine Güte. Wie Lohnzahlung. Für die paar Minuten, wo der Drescherfahrer jetzt am Gang ist, 239 Öcken. Also einen Stundenlohn möchte ich auch mal haben. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Guck mal, dann müsste ich doch zwei Fässer nachholen. Dann hätte ich für den kompletten Dings gebumst. Ne? Weißt du, was ich meine, oder? Hätte ich dann. Hätte ich. Dann hätte ich einen Rettich. Ups. Durst, wir haben Durst.
Guck mal, Fass ist voll, das finden wir toll. Und an dieser Stelle sage ich, ich steige hier ein, mache das Tor auf. Muss ich hier aussteigen. Ja, sage ich Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Dingensfolge wieder, wa? Das wäre ja nicht das Schlechteste, finde ich. Weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich finde das toll. Also, macht es gut. Bis dann. Tschüss.